So. Becher, na toll. Das war wichtig. Aber wo auch nichts drinne. Gut. Yay. Der Beschwörer. Natürlich. Ja, ist ja gut. Vielleicht teleportiere ich jetzt auch zum Drachenturm. Ich weiß nicht, warum ich die überhaupt behalten wollte. Bloß weil ich sie verkaufen will irgendwann. Naja. Als ob ich in letzter Zeit überhaupt einen Händler finde, der sowas Zeug annimmt und genug Geld dafür hat. Ich kann es immer noch aus der Truhe holen. Also habe ich genug. Nein. Also habe ich genug Geld. Wenn dieser Slot hier leer ist, dann habe ich halt deutlich mehr Platz. So. Zu schwer. Um immerhin eine Karotte mitzunehmen, das ist ganz wichtig gewesen. Ah, hier ist auch ein Teleporter. Okay. Drüben sind welche. Hexer. Noch nicht. Heiler. Soldat und Krieger. Schwächling. So. Gut. Waffe ist schon wieder weg. Ist ständig weg. Froh sein, wenn er mal da ist. Ey, ey, ey. So, hier ist noch eine Kiste. Okay. Genau hier war der andere Eingang. So. Jetzt habe ich zwei Teleporter, die ich überprüfen muss. Zwei Spezialgänge sozusagen. Gut. Dieser hier ist relativ groß. Ne? Nur ein Bogenschütze. Ich dachte im ersten Moment, es wäre ein Offizier. Zauberer. So, gehen wir erstmal nach rechts. Einer tot, bleiben noch zwei. Einer.
das war's. Hier ist ein Hebel. Mhm. Der öffnet eine Tür. Eine von zwei. Das ist die andere höchstwahrscheinlich mit dem Hebel hier verbunden. Gut. Sieht gut aus. Bisher macht mir dieser Raum eher weniger Probleme. Ah, okay. Das sind auch nur so ganz kurze Wege. Jo. Und jetzt dann... wisst ihr, was das da ist? Einer mit Explosionsfallen bedeutet eigentlich normalerweise Offizier. Ich bin schwer verletzt. Ich habe aber nicht mal gesehen. Fakt ist aber auf jeden Fall... Ja, dreimal dafür raten, mein Buff ist ausgelaufen. Und jetzt kommt einer mit Explosionsfallen. Kommt euch diese Szene nicht irgendwie bekannt vor? Teil Skelettschütze. War der Bogenschütze der mit dem Explosionsfällen, oder? Hm. Auf jeden Fall gab es diesmal keine. Nach links ist so ein Einzelgang, da gehen wir zuerst hin. Ja, der scheint für eine Kiste zu sein. Gut. Guck mal, Krieger sollten eigentlich in den Nahkampf gehen. Irgendwas machst du falsch. Ein Schlüssel. War auf jeden Fall richtig, hier erstmal hinzugehen. Der Schlüssel ist bestimmt für den Weg, anderen Weg. So. Und was auch immer hier ist. Ah, hier ist wieder das Explosionsschießen des Teilskelett-Zauberer. Okay. Ja, bestimmt ist das hierfür. Genau. Speichern. Rein da. Da ist der barbarische Drache, der meine wunderbare Festung zerstört hat. Warum nur? Möge Ultrings Helm mich beschützen. Danke, dass du Ultrings Helm mir endlich gibst. Ihr hättet eure Schwester nicht erzählen sollen. Ich habe mir vorgenommen, den Schwarzen Ring zu vernichten. Ich bin auf dem Weg nach Flussheim und dann bin ich auf das hier gestoßen. Ich war auf dem Weg nach Flussheim und dann bin ich auf das hier gestoßen. Das sage ich. Der Weg nach Flussheim existiert nicht mehr. Wir haben ihn vollständig zerstört. Also nehme ich beruhigt zur Kenntnis, dass ich diesen Teil eurer Pläne vereitelt habe. Aber wenn ich schon einmal hier bin, kann ich mir ja das Schwert für eure Schwester holen. Herr Moser? Sie steckt mit den Feinden des Verdammten unter einer Decke? Das kleine Sensibelchen will Rache, oder? Myrtos gehört mir, Schlange. Und ich werde euch damit für das Chaos büßen lassen, das ihr verursacht habt. So. Okay, ich werde mal ein bisschen Abstand nehmen. Aha, aha, aha.
Das ist ein Bossfight, da kann ich ruhig mal was trinken. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Aha. Dann trinken wir einen Trank. Davon habe ich 8 Stück, den benutzen wir den mal. Gut. Ich bin schwer verletzt. Autsch. Kali. Okay. Wir warten mal kurz 30 Sekunden. Ich möchte meinen Buff frisch haben. Andererseits wird eh ein Kampf gewartet. So. Möge Ultrings Helden. Ihr hättet eure Schwester nicht erzählen sollen. Herr Moser, sie steckt mit dem das kleine Sensibelchen. Myrtos gehört mir. So. Einmal kurz Waffe ziehen, weil das hier immer nach Cutscenes nicht mehr ist. Dann Waffe aktivieren. Speichern. Und jetzt schießen wir. Einer weg. Bleiben noch 4 oder 5. So. Nächste weg. Ich kann nicht. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Ah, die macht echt Schaden. Okay, mal gucken, was haben wir denn noch so für Optionen? Ach nee, Quatsch, ich habe ja den Text schon hinter mir. So. So. Na, wer kommt zuerst? Die Eskorte, okay. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Wie schon beim letzten Mal gesagt, dann trinken wir einen. Ich fühle mich gar nicht gut. Und bye bye. Die Herrscherin der Nacht ist tot. Ihr seid wahrlich stark geworden. Herrscherin der Nacht, okay. So, was haben wir denn hier so Schönes? Zusammengefalteter Brief, Myrtos, Dämonenkriege, Questgegenstand. Schutzzeichen gegen grausamer als ja, Ultrings Helm. Gold, das. Ein weiterer Gegenstand. So, okay. Fangen wir mal an. Erstmal den zusammengefalteten Brief. Mein Glückwunsch, Kali. Ihr wollt das Schwert und ihr habt es euch genommen. Auch wenn ihr dafür euren Vater töten musstet. Natürlich ist Vatermord etwas sehr Bewundernswertes in meinen Augen. Gezeichnet Damian. Okay. Die Dämonenkriege. Meine Dieses Sammlung. Buch enthält die Memoiren sowohl von Menschen als auch von Dämonen. Alles Veteranen dutzender Kriege. In den Händen eines fähigen Experten kann die Dämonenkriege das Handbuch für den ultimativen Kriegsherrn darstellen. Daher ist es von unschätzbarem Wert. Okay. Fertigkeiten haben sich verbessert. Das finde ich schön. Explosionsfeuer? Oder der Buff? Ich glaube, der Buff ist vielleicht besser. Oh. Oh. 3 Punkte. In dem Fall sieht's so aus. Jetzt sollten wir in die Explosionsfälle ordentlich reinhauen und der Buff an sich ist auch nicht schlecht, Schütze. Gut. Damit hätte ich Kali erledigt, aber wir hatten ja noch einen anderen Weg. Geschichte des verdammten Teil 6. Das gucken wir uns auch mal an.
Nachdem Nemesis in ein ödes Land geworden ist und übersät war von Ruinen und Dämonenlagern, wartete damit einer seiner Jünger des Schwarzen Rings unwissentlich seine Flucht einleiten würde. Das Warten zog sich lange hin. Achso, das kennen wir schon. Das kennen wir schon. Die haben wir tatsächlich schon gelesen, dieses Buch. Okay. Da ist dann nichts weiter. So, aber ich wollte noch Ultrings Helm anziehen. So. Zumindest denke ich, dass ich diesen anziehen werde. 8 Lebenskraft, Fernkampfrüstung, 6 Magie, Rüstungswert. 7 Lebenskraft, ist schlechter, weniger Fernkampfrüstung und Mana-Entzug. Dafür 3 Bezauberungsfelder, ein Veredelungsfeld und 5 Fernkampfrüstungswert extra. Ja, doch, es ist, glaube ich, besser. So. Und damit haben wir unsere komplette Ultring-Rüstung. Finde ich cool. Habe ich denn irgendwelche vernünftigen? 2 Fernkampfrüstung, kräftiger Körper, Lebenskraft, Willenskraft, 3 Fernkampfrüstung, Nahkampfschaden. Nahkampfschaden brauche ich nicht. Veredeln wir mit Lebenskraft. Ich brauche halt immer noch einiges an Veredelungen, glaube ich. 2 Stück hier und 3 Stück da. Also insgesamt 5 Veredelungsgegenstände, die mir gefallen. Mit Zaubern muss ich meine Waffen auch noch. Aber das kann ich ja im Drachenturm machen. Doch, da gehen wir erst hin, wenn ich jetzt hiermit fertig bin. Ich habe zwar diesen Weg eingesetzt gemacht, aber... Achso. Falsche Taste. Aber wir haben natürlich auf der Hauptfestung in der Mitte auch noch einen weiteren Teleporter gehabt. Und da gucken wir uns auch mal, wo der jetzt hingeht. Gut gezielt. So. Wieder ein sehr eisiger. Ah, das ist ein ganz kurzes, das ist gut. Muss ein Heilmittel sein. Ich könnte jetzt einen Trank vertragen. Wow, das ging schnell mit dem Schaden. Okay. Hier ist eine Truhe. Und das war's. Okay. Plattendrachenhelm. Ohrringe des Jägers. Okay. Ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung. Ja, gut. Scheint so, als wäre das alles, was hier war. Das ging wirklich schnell. Dann bin ich endlich fertig mit den Orobas-Fjorden. Nichts mehr in den Fjorden übrig, was... Hier kann ich mich nicht in einen Drachen verwandeln. ...mir auch nur ansatzweise noch Probleme bereiten würde. So. Das Einzige, was mich jetzt interessiert, gibt es hier noch andere Wege raus? Ich glaube ja eigentlich nicht. Es müsste ja alles von Felsen umgeben sein. Wobei, das sieht da hinten sieht ein bisschen verdächtig aus, glaube ich. Aber... ich glaube, das ist auch eine Einbildung. Hier ist auch eine unsichtbare Wand, da komme ich nicht weiter. Okay. So. Da habe ich so viel Schaden kassiert. Das ist noch für den Kampf vorher. Ich kann auch nicht tiefer fliegen. Ja, gut, dann geht's also zurück.
zu den Orobas-Fjorden und von da aus weiter.